Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hat Pius XII. Zum Holocaust geschwiegen? Als Pius XII. Am 9. Oktober 1958 in Castelgandolfo verstarb, war sich die Welt einig. Von ihr war einer der ganz Großen des vergangenen Jahrhunderts gegangen. Der Mann, wie es die israelische Außenministerin Golda Meir in ihrem Nachruf ausdrückte, als unser Volk im Jahrzehnt des NS-Terrors ein furchtbares Martyrium erlitt, seine Stimme erhob, um die Henker zu verurteilen und um Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck zu bringen. Viele Vertreter des Judentums pflichteten ihr bei, Santo Subito forderten nicht wenige Katholiken. Doch es dauerte gerade einmal 5 Jahre, da wendete sich das Blatt. Der kommunistische Theatermacher Erwin Piscator war gerade mit Bergen von Geld aus Moskau nach Berlin zurückgekehrt, eröffnete die Freie Volksbühne und führte das von ihm gründlich überarbeitete Stück eines völlig unbekannten jungen Dramatikers und ehemaligen Lektors namens Rolf Hochhuth auf. Der Stellvertreter unterstellte dem Papst moralisches Totalversagen. Er hätte zum Holocaust geschwiegen, weil die Juden ihn nicht interessierten und er auf Hitler als Bollwerk gegen den Kommunismus setzte. Erst vor einigen Jahren enthüllte der damalige rumänische Geheimdienstchef General Mihai Pazepa, dass der Stellvertreter ein Propagandamanöver des KGB war, um den Antikommunismus der vorkonziliaren Kirche ein für allemal zu diskreditieren. Sofort reagierte der neue Papst Paul VI., der als Substitut einer der engsten Mitarbeiter von Pius XII. Im Krieg gewesen war, eröffnete nicht nur den Seligsprechungsprozess für sein großes Vorbild, der immerhin 2009 durch die Promulgation des heroischen Tugendgrades durch Papst Benedikt zum Abschluss kam, sondern wies auch 4 Historiker der Jesuitenuniversität Gregoriana an, alle relevanten Dokumente aus dem Vatikanarchiven in einer 11-bändigen, beinahe 8000 Seiten starken wissenschaftlichen Edition zu veröffentlichen. Dies wurde leider von der wissenschaftlichen Welt fast völlig ignoriert. Nachdem ich selber im Jahre 2008 die Genehmigung bekam, im Vatikanischen Geheimarchiv zu forschen, Einblick in die Dokumente des Seligsprechungsprozesses nahm und mit vielen, vielen Augenzeugen sprach, glaube ich, als einer der ganz wenigen Historiker ein relativ vollständiges Bild der Ereignisse von 1939 bis 1945 zu haben und die Frage nach dem Schweigen des Papstes beantworten zu können. Wie reagierte etwa die Kirche, also in Deutschland, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938? Hunderte von Synagogen jüdischer Gemeinden brannten, jüdische Geschäfte geplündert und verwüstet, jüdische Mitbürger schikaniert, geschlagen oder gar ermordet wurden. Zu wenig, sagen die Kritiker. Ein großer öffentlicher Protest blieb aus. Nur ein Priester, Bernhard Lichtenberg aus Berlin, prangerte die Pogromnacht in seiner Predigt am folgenden Tag an und betete fortan in der St. Hedwig-Kathedrale, keinen Kilometer von Hitlers Kanzlei entfernt, für die verfolgten Juden, bis ihn dann 1941 die Gestapo verhaftete. In Münster hat wiederum Clemens Graf von Galen Rücksprache mit der jüdischen Gemeinde gehalten und hat erklärt, er wäre bereit, öffentlich zu protestieren, könne aber nicht die Verantwortung für eventuelle Vergeltungsmaßnahmen übernehmen. Daraufhin hat der lokale Rabbi Leopold Steinthal dankend abgelehnt. Er sah in Deutschland keine Zukunft mehr und emigrierte nach Argentinien. Ja, stattdessen, wie er später behauptete, in allen Kirchen des Bistums für die Juden gebetet wurde, ist vielleicht übertrieben, aber es sind einzelne Fälle dokumentiert. Die Nationalsozialisten antworteten darauf, indem sie einen Monat später die Fensterscheiben des bischöflichen Hofes zerschlugen und Priester des Bistums nach Dachau schickten ins KZ.
In München, wo Erzbischof Michael Kardinal von Faulhaber einen Lastwagen zur brennenden Synagoge schickte, um die wertvollen Tora-Rollen seines Freundes Rabbi Ernst Ehrentreu zu retten, fanden gleich mehrere Großkundgebungen gegen das Weltjudentum und seine schwarzen und roten Bundesgenossen, organisiert von der NSDAP, statt. Anschließend zog der aufgehetzte Mob am Abend des 11. November gegen 10 Uhr zum erzbischöflichen Palais, skandierte kirchenfeindliche Parolen und zerschlug in einem Steinhagel über 100 Fensterscheiben. Da konnte man erahnen, wie die braunen Machthaber auf deutlichere Proteste der Kirche reagiert hätten. In Rom dachte man ähnlich und vermied es, Öl ins Feuer zu gießen. Am 15. November traf ein umfangreicher Bericht des Nunzios in Berlin, Cesare Orsenigo, ein, der keinen Zweifel daran ließ, dass der antisemitische Vandalismus der Pogromnacht auf Anweisung von sehr weit oben geschah, von Hitler und Goebbels persönlich orchestriert worden war. Kurzfristig erwog der damalige Papst Pius XI., das Konkordat mit dem Deutschen Reich aufzukündigen, aber damit hätte er die Katholiken in Deutschland im Stich gelassen. Die nationalsozialistische Ideologie samt ihrem Rassismus hatte er schon vor anderthalb Jahre vorher in seiner Enzyklika mit brennender Sorge verurteilt, die beinahe einen neuen Kulturkampf ausgelöst hätte. Im April 1938 war die Anweisung, rassistische Thesen und die Blut- und Bodenideologie, die Pius XI. Als unverschämte Verleumdungen und gefährliche Doktrinen bezeichnete, zu bekämpfen, an alle katholischen Bildungseinrichtungen gegangen. Doch im September hatte der Papst vor belgischen Pilgern erklärt, der Antisemitismus sei eine verabscheuungswürdige Haltung, für Christen nicht legitim, spirituell sind wir alle Semiten. Seit dem Sommer 1938 kämpfte er gegen die Einführung antisemitischer Gesetze in Italien, die Hitler bei seinem Besuch in Rom von seinem Bündnispartner Mussolini verlangt hatte. Auch da hatte Pius XI. Kein Blatt vor den Mund genommen. Dass er dennoch zur Kristallnacht schwieg, hatte einen anderen Grund. Schon im Juni 1938 hatte er den amerikanischen Jesuitenpater John Lafarge beauftragt, für ihn eine Enzyklika gegen Rassismus mit dem Titel Humani Generis Unitas, von der Einheit des Menschengeschlechtes, zu entwerfen, die er gegen Ende des Jahres veröffentlichen wollte. Er konnte nicht ahnen, dass die Überforderung des Paters mit dieser Aufgabe und antijudaistische Vorurteile einiger Mitbrüder, die er um Hilfe gebeten hatte, darunter auch dem Ordensgeneral, dem polnischen Grafen Letochowski, zu einer Reihe bewusster Verzögerungen geführt hatten. Der erste Entwurf, der dann im Januar 1939 auf dem Schreibtisch des Papstes landete, war daher kontraproduktiv. Er enthielt seitenweise antijudaistische Passagen, die Wasser auf die Mühlen der NS-Propaganda gewesen wären. So ging er dann sofort an die Autoren zurück. Eine zweite, verbesserte Fassung konnte nicht mehr erarbeitet werden, denn einen Monat später starb der Ratti-Papst. Erst 2010 entdeckte ich im Vatikanarchiv Dokumente, die belegen, dass der Vatikan es keineswegs bei der Vorbereitung einer Enzyklika belassen wollte, sondern auch an praktische Hilfe dachte. Geplant war nicht weniger als die größte humanitäre Hilfsaktion der Geschichte. Urheber dieses Planes war nicht der bereits erkrankte Pius XI., sondern sein Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der ihm dann im März 1939 als Pius XII. Auf die Kathedra Petri folgen sollte. Pacelli war bekannt für seine philosemitische Einstellung, seit er damals noch als Untersekretär bei Papst Benedikt im 15. 1917 für einen Dialog mit Vertretern der zionistischen Bewegung geworben hatte. Daher war seine Ernennung zum Kardinalstaatssekretär durch Pius XI. 1930 von jüdischen Verbänden sehr positiv aufgenommen worden. Pacelli,
der als Nunzius in München und Berlin von 1917 bis 1929 den Aufstieg von Adolf Hitler hautnah erlebt und in dutzenden Memoranden an den Vatikan vor ihm und seiner Bewegung gewarnt hatte, wusste, dass der sogenannte Führer zu keiner Mäßigung in der Lage war und wie ein Besessener seine Wahnideen durchsetzen würde. Mit der Pogromnacht hatte die Gewalt gegen die Juden im Dritten Reich eine neue Dimension erreicht. Mit geradezu prophetischer Klarheit begriff der Kardinalstaatssekretär, dass sie im Deutschen Reich ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Sie mussten, koste es, was es wolle, evakuiert werden. Nur 3 Wochen nach der Kristallnacht verfasste Pacelli ein Fernschreiben an die apostolischen Nunziaturen und apostolischen Delegaten in 16 Staaten, in dem er darum bat, herauszufinden, ob rassisch verfolgte Akademiker in den jeweiligen Ländern Chancen auf eine Anstellung hätten. Doch auch das war nur ein Versuchsballon. Auf den Tag genau 2 Monate nach den Novemberpogromen, am 9. Januar 1939 schickte der spätere Papst Pius XII. Ein in lateinischer Sprache verfasstes Rundschreiben an 68 Erzbischöfe, darunter 7 Kardinäle in 17 Staaten, die meist davon klassische Einwanderungsländer auf dem amerikanischen Doppelkontinent waren. In ihm bat er die Empfänger, sich bei ihren Regierungen dafür einzusetzen, dass insgesamt 200.000 Flüchtlingen jüdischer Abstammung Visa ausgestellt und ihnen die Niederlassung in ihrem Land erlaubt würde. Während in dem Dokument lediglich von katholischen Nicht-Ariern die Rede ist, wird aus dem Kontext deutlich, dass vor allen Dingen Glaubensjuden gemeint waren. So werden die Regierungen der meist katholischen Staaten gebeten, den Flüchtlingen eigene Sakralbauten und Schulen zu errichten und so wörtlich alles bereitzustellen, dass sie ihre religiösen Sitten und Traditionen fortführen können. Katholiken hätten die im vorkonziliaren Deutschland übliche lateinische Messe auch in den örtlichen Kirchen feiern, ihre Kinder auf vorhandene katholische Schulen schicken können. Auch die Zahl der benötigten Visa deutet in diese Richtung. Anfang 1939 lebten in Deutschland noch rund 234.000 sogenannte Rassejuden, aber nur etwa 20.000 Konvertiten, von denen gut die Hälfte katholisch war. Selbst wenn man Österreich mitrechnet, wäre man auf etwa 15.000 katholische Nicht-Arier im Reich gestoßen. Offenbar hatte Pacelli nur aus Sicherheitsgründen vermieden, von Juden zu schreiben. So groß war die Gefahr, dass ein Exemplar des Schreibens in die Hände von Hitlers Geheimagenten fiel. Sie hätten es als Beweis gewertet, dass die Kirche den Feinden des Deutschen Reiches hilft. Niemand konnte ihr dagegen vorwerfen, dass sie sich für Katholiken jüdischer Abstammung stark macht. Dass in den meisten Antwortschreiben direkt von Juden die Rede ist, belegt dann auch, dass der Pacelli-Code von den Empfängern verstanden wurde. Doch obwohl der Vatikan bereit war und bald aktiv wurde, für tausende Flüchtlinge Transitvisa zu beschaffen und ihnen sogar die teure Überfahrt zu finanzieren. Juden durften damals zwar ungehindert ausreisen, ihr Vermögen aber wurde einbehalten. Trotzdem blieb die erhoffte Welle der Hilfsbereitschaft aus. Irland nahm gerade einmal 90 Juden auf. Brasilien versprach 3.000 Visa, stellte aber nur 1.000 aus. Argentinien folgte seinem Beispiel. Auch die anderen südamerikanischen Staaten kleckerten allenfalls, statt zu klotzen, während die Dominikanische Republik zwar bereit war, bei Bedarf alle halbe Jahre bis 800 Visa auszustellen, aber nur, wenn der Nunzius den eitlen Diktator Trujillo persönlich im Namen des Papstes darum bat. So gewaltig also der vatikanische Hügel auch kreiste, die Welt erlaubte nur die Geburt einer Maus. Niemand jedoch darf Pacelli vorwerfen, nicht früh genug alles Menschenmögliche versucht zu haben, um einer größtmöglichen Anzahl Juden vor der drohenden Katastrophe der Shoah zu retten. Doch war es auch, Pius XII. Hat später
zur Shoah nicht etwa geschwiegen. Er hat es in drei öffentlichen Ansprachen, nämlich im August 41, an Weihnachten 42 und im Juni 43 angesprochen. In der ersten Ansprache, die der Vatikanarchivar Dr. Johann X erst im vergangenen Jahr veröffentlichte, nannte der Papst die Behandlung, die die Juden erleiden, einen großen Skandal, gegen den er ausdrücklich protestierte. Wörtlich, in Deutschland werden Juden ermordet und auf brutale Weise misshandelt. Wie kann ein Christ derartige Taten hinnehmen? In seiner zweiten Ansprache, Weihnachten 42, bestätigte er die Erklärung der Alliierten von der Vorwoche, dass Hunderttausende ohne eigene Schuld, manchmal nur wegen ihrer Volkszugehörigkeit und Rasse, dem Tod geweiht sind. Das bestätigte er am 2. Juni 43, als er von denjenigen sprach, die wegen ihrer Nationalität oder Rasse von größerem Unheil und schwereren Schmerzen gequält und manchmal sogar ohne eigenes Verschulden zur Ausrottung bestimmt sind. Mit diesen drei Erklärungen äußerte sich der Papst dreimal häufiger zur Endlosung, als die Alliierten es taten, die es bei ihrer Erklärung vom 17. Dezember 1942 beließen, auch nachdem ihre Flieger im Sommer 1944 sogar Luftaufnahmen der Todesfabrik Auschwitz samt rauchender Krematorien schossen und damit die Berichte von entflohenen KZ-Insassen bestätigt sahen. So bleibt die Frage, weshalb er nicht noch eindeutiger gesprochen hat, aber auch dafür gibt es klare Gründe. Einerseits waren die Informationen aus den von den Deutschen besetzten Gebieten vage. Erst nach dem Krieg enthüllten die Nürnberger Prozesse das gesamte Ausmaß der NS-Verbrechen. Bis dahin gab es jede Menge Gerüchte, aber keine handfesten Beweise, die eine Anklage absichern könnten. Im Zweiten stand der Papst seit 1939 in engstem Kontakt mit der deutschen Militäropposition, die dann bis Mai 1940 und dann wieder ab Januar 1943 und den ersten Niederlagen in El Alamein und Stalingrad mit päpstlichem Segen als Tyrannenmord legitimiert, ein Attentat auf Hitler und einen Regierungsumsturz planten. Stauffenberg ging am Ende aus dieser Gruppe hervor. In diesem Fall hätte der Papst für den Putschisten garantiert und einen Frieden mit den Alliierten vermittelt. Bis dahin flehten ihn die Verschwörer an, Hitler nicht unnötig zu provozieren und auf keinen Fall parteiisch zu erscheinen, womit er sich als Friedensstifter zumindest bei der deutschen Bevölkerung ja disqualifiziert hätte. Vor allem aber hatte die Erfahrung deutlich gezeigt, dass die Nazis auf Protest aus dem Ausland nur mit einer Verschärfung der Maßnahmen reagierten. Es war nach der Enzyklika von Pius XI. Mit brennender Sorge der Fall, dass galt der Vatikan gegen die brutalen Übergriffe auf die polnische Zivilbevölkerung protestierte. Das war der Fall, als die holländischen Bischöfe die Deportation der Juden anprangerten. Die Juden galten den Nazis als Erzfeind. Jede Unterstützung hätte ihnen als Vorwand zu Übergriffen auf die katholische Kirche gedient, die so dringend als Widerstandsnest und Gestalter eines Nachkriegsdeutschlands gebraucht wurde. Zwischen September 1943 und Juni 1944 war Rom zu alledem noch von den Deutschen besetzt, hatte Hitler Befehl erteilt, unverzüglich in den Vatikan einzumarschieren und den Papst zu deportieren oder gar zu erschießen, wenn er sich offen zugunsten der Juden äußern würde. Sein eigenes Leben war Pius XII. Gleichgültig, aber er wollte sich nicht das Lob der Nachwelt mit dem Blut unschuldiger Katholiken und unzähliger weiterer Juden erkaufen, die Hitlers Vergeltungsaktionen ohne Zweifel zum Opfer gefallen wären. So handelte der Papst lieber, statt laut, aber nutzlos und damit kontraproduktiv zu protestieren.
mit insgesamt über 40 offiziellen diplomatischen Interventionen versuchte er in Deutschland wie in Hitlers Vasallenstaaten die Deportationen in die Todeslager zu stoppen oder zumindest aufzuschieben, also Sand in das Räderwerk der Tötungsmaschinerie zu streuen. In einigen Fällen war er erfolgreich, etwa in Mussolinis Italien bis 1943, Bulgarien und Rumänien wurde ganz auf die Auslieferung der Juden an die SS-Schergen verzichtet. In Ungarn, in Kroatien und der Slowakei wurden die Deportationen nach einer vatikanischen Demarsch oft sogar monatelang ausgesetzt. Zugleich wurden Zehntausende Juden mit falschen Papieren und Taufscheinen versorgt, in Klöstern versteckt oder aus dem Machtbereich der Deutschen geschmuggelt, um in Übersee und Palästina eine neue Heimat zu finden. Ganze 960.000 Juden, so weise ich in meinem Buch »Der Papst und der Holocaust« nach, verdanken dieser Strategie ihr Leben. Es war also ein weises Schweigen nach dem Sommer 1943, als nach dem Sturz von Mussolini ein Damoklesschwert über dem Papsttum hing. Pius XII. Glaubte, dass Reden zwar Silber, Helfen aber Gold ist. Und dass die höchste Priorität immer sein muss, um jeden Preis Menschenleben zu retten. Darum war Pius XII. Eben der Papst, der Hitler trotzte. War Pius XII. Der Papst, der begriff, wie er in dieser ganz schwierigen historischen Lage handeln musste und der alles nur Menschenmögliche tat, um die größtmögliche Menge Menschen vor den Gräueln des NS-Regimes, vor der Verfolgung, vor dem Tod in den Todeslagern, von denen auch der Vatikan sehr spät erfuhr, Menschen zu retten, Menschenleben zu retten, das war seine Prämisse. Und schon deswegen verdient er eigentlich unsere Anerkennung. Man kann ihm vorwerfen, dass er vielleicht nicht deutlich und laut genug protestiert hätte. Aber wenn wir begreifen, wie das Leben in einer Diktatur ist, wenn wir begreifen, wie dieses Regime erbarmungslos zuschlagen konnte, wenn wir begreifen, dass ein Protest die Welt gar nicht oder die Deutschen zumindest gar nicht erreicht hätte, weil er blockiert worden wäre, weil die Medien ja kontrolliert waren, da muss man sagen, hat er vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, dass man Menschen retten muss. Die Entscheidung, dass Menschenleben im Mittelpunkt stehen. Die Entscheidung, dass das Helfen im Verborgenen die einzig mögliche, vernünftige Antwort war. Und genau das haben die Juden ja auch anerkannt. Das war ja der Grund, warum nach dem Krieg Pius XII. Von jüdischen Verbänden geehrt wurde, warum der junge Staat Israel sein Philharmonieorchester in den Vatikan schickte am 10. Jahrestag des Kriegsendes, um Beethoven zu spielen, als Geste der Dankbarkeit, dass er so viele Juden gerettet hat. Bevor die Propagandaoffensive des KGB startete, bevor das Hochhut-Theaterstück ein ursprünglich dilettantisch geschriebenes, 9 Stunden langes Drama, was nur von Piscator zurechtgeschnitten wurde, um überhaupt auf einer Bühne aufzuführen, würde die Geschichte umgeschrieben hat. Vorher war es eindeutig, war die große humanitäre Leistung dieses Papstes, der Begründer eines neuen katholischen Philosemitismus, einer Versöhnung mit dem Juden war, unbestritten. Das Theater Geschichte schreibt, ist tragisch, ist traurig. Nur wir sollten uns heute klar sein, dass die Fakten deutlich dagegen sprechen. Wir sollten keine Fake News Opfer werden, sondern uns damit auseinandersetzen, dass historische Dokumente, dass Belege und Fakten, die nachprüfbar sind, die deutlich nachprüfbar sind. In meinem Buch allein sind über 900 Fußnoten. Wir haben die Dokumente online gestellt. Das kann man Stück für Stück überprüfen, was dort behauptet wird. Dass Fake News widerlegt werden und dass
diesem großen, heiligmäßigen Papst Gerechtigkeit widerfährt. Möge Pius XII. Auch irgendwann als Gerechter unter den Völkern in Yad Vashem und auch als Seliger der katholischen Kirche die Ehrung und die Rehabilitation finden, die er verdient hätte. Der Papst, der half in der Stunde der größten Dunkelheit, der nicht redete, sondern rettete.